Ja, an diesem Wochenende. Halt, falsch, falsch. Ganz, ganz herzlich heiße ich willkommen unsere Delegation aus Ungarn. Frau Bürgermeister Dr. Jerzy Csutora ist gekommen mit ihrer Delegation. Herzlich willkommen. Wir wollen an diesem Wochenende feiern, nämlich 55 Jahre Neckarsulm und Carmaux, 50 Jahre Neckarsulm und Lordinera, 25 Jahre Neckarsulm und Grenchen, 23 Jahre, also die 25 kommen demnächst, Neckarsulm und Jobau und dann 20 Jahre Neckarsulm und Budakeszi. Dann begrüße ich sehr, sehr herzlich alle Fußballspieler, die mitgekommen sind und begrüße auch die Mitglieder des Corale Montecaccio Haus Bordighera. So, ich wünsche Ihnen allen und uns allen einen wunderschönen Abend heute und ein wunderschönes Festwochenende. Und um 23 Uhr fährt heute der Bus wieder zurück in Ihre Hotels. Wir haben also genügend Gelegenheit, uns zu unterhalten, etwas zu essen und etwas zu trinken. Neckarsulm Budakestének az egyik testvérvárosa, a 20 éves testvérvárosi találkozót ünnepeljük idén. Egy hónappal ezelőtt Budakeszin került sor egy szép ünnepségsorozatra, és most pedig itt ünnepeljük tovább. Itt nem csak Budakeszi 20 éves testvérvárosi kapcsolatát, hanem egy francia, egy olasz és egy svájci testvérvárosi kapcsolatot is ünnepelünk, egy 55 éves, egy 50 éves és egy 25 éves testvérvárosi kapcsolatot is. Azt gondolhatnánk, hogy miután mi vagyunk a legfiatalabbak, talán nem is vagyunk annyira fontosak itt Neckarsulmban, mint a többi testvérvárosi kapcsolat, de ezt nem itt tapasztaljuk. Úgy látjuk, hogy a házigazdák mindent megtesznek annak érdekében, hogy a budakeszi delegáció is jól érezze magát. Egyébként pedig a testvérvárosi kapcsolatoknak nem csak egy kulturális és oktatási kapcsolat a lényege, hanem mindenféle olyan gazdasági együttműködés is, ami az otthoni fejlődést is elősegítheti. Hogy teltek az első napok Neckarsulmban? Nagyon jól teltek az első napok. Tulajdonképpen egy közös ünnepségen vettünk részt tegnap este, ahol a többi testvérvárosi delegációval együtt egy ünnepi rendezvényen vettünk részt. Ma pedig egy futballbajnokság volt, ahol a budakeszi csapat negyedik helyezést ért el. Ezúton is gratulálunk nekik, és ne keseredjenek el, mert a negyedike is nagyon szép. Reméljük, hogy majd a következő alkalommal dobogósak lesznek. Élmény volt nézni a gyerekeket, mert nagyon szervezetten játszottak, és folyamatosan javuló tendenciát mutattak az első mérkőzéstől egészen a harmadik mérkőzésükig.
de sajnos a célegyenesben megremegtek a lábak. Kicsit csalódott a csapat, hogy csak negyedik helyen végeztünk, de azért ennek is tudok közül. Igen. Ja, we would like to thank Nekarsum for inviting us to the tournament. We had great fun, great girls, food, and we're gonna have great fun tonight and tomorrow. And we'd like to thank you also. Yeah, thank you. A két város együttműködése jövőben milyen vonalakon képzelhető el? Gazdasági, kulturális, mit tudná erről mondani? A kérdést tudnám tulajdonképpen megismételni. Hát az a helyzet, hogy ahogy a testvérvárosi szerződésben is általános jelleggel leírtuk, hogy az együttműködés kulturális, oktatási, gazdasági vonalon lehetséges. Ezeknek a kibontása a jövő feladata. A gimnázium és az általános iskola közötti együttműködés az itteni iskolákkal az már élő kapcsolat, tehát a kultúra és az oktatás területén valóban virágzó együttműködés van, viszont a gazdasági élet területén nem igazán hatékony még az együttműködés, az a feladatunk, hogy ezt a fogalmat is tényleges eredményekkel megtöltsük. Kezdeményezések vannak ebben a dologban, hát bízunk benne, hogy majd lesz kézzelfogható eredmény is. Érdekes kis városban voltunk, Wimpfenben, körbesétáltuk a belvárost, ami a középkorban egy királyi, illetve császári székhely volt, és jelenleg csak a császári palota romjai láthatók, az egyetlen megmaradt toronnyal, az úgynevezett vörös toronnyal. Ennek a palota együttesnek rész tartozéka a Szent Miklós kápolna, ami ma múzeumként működik, és láthattunk egy a Neckarra néző oszlopsort, ami az egykori palotát díszítette, egy románkori oszlopokból és oszlopfejekből álló faragott alkotást. Majd pedig a várfal előtt egy nagyon szép kilátás nyílt a Neckar völgyére, ahol a környező településeket, városokat, esetenként várakat, templomokat láthattunk. Innen visszamentünk a városba, és elmentünk a város működő evangélikus templomát megnézni, amelyben szép szárnyas oltárakat láttunk, freskókat, és a templom előtt pedig egy nagyon híres kálváriát láttunk, ami homokkőből faragtak 1515-ben. Sajnos a homokkő nem bírja az időt, úgyhogy eléggé megvannak csonkulva a szobrok. Innen lesétáltunk a belvárosba, és végül is eljöttünk ide a hotelba, ahol jelenleg az ebédünket fogyasztjuk. Hogy miért is jó Budakeszinek a Nekarsumi testvér kapcsolat? Elsősorban azért, mert azt gondolom, hogy az európai nemzeteknek az összetartozása az apró közösségeken múlik. Ez egy élő kapcsolat, ami egyfelől a kulturális téren, másfelől reményeim szerint a közoktatás területén ismét élővé fog válni. Régebben az általános iskolának is élő kapcsolata volt a Nekarsumi helyi intézménnyel, azonban ez különböző okok miatt meghiúsult. Remélem, hogy a jövőben a személyes kapcsolatok révén ez újra élővé válik. Elsősorban, miután német nemzetiségi iskola vagyunk, és a német nemzetiségi hagyományokat és a nyelvápolással foglalkozunk, azt hiszem, hogy mind nyelvgyakorlás szempontjából, mind pedig Európának egy más kultúrnépének való megismerése szempontjából mindkettő rendkívül fontos lehet. Régóta fontos számomra az anyanyelvi környezetben való nyelvgyakorlás, ezért mozdítjuk elő leginkább a német kapcsolatokat is.
a gyerekeink néhány éves nyelv tanulás után képesek a mindennapi nyelvhasználatra, és élő környezetben, akár gyerektársakkal való kapcsolatteremtésben rendkívül jó lehetőségek vannak. Amikor 1989-ben megkeresett minket a Budakeszi Gemeinschaft vezetője, Hans Fritz úr, a kapcsolatok felvétele érdekében, akkor nagyon meglepődtünk. Ez a vasfüggöny ledőlése előtti pillanatokban volt, és nagy remény volt bennünk, hogy kapcsolatot építhetünk azokkal, akiket 1946-ban ártatlanul, minden bűnösség nélkül elűztek az országból 300 év után. Szépen alakultak a dolgok, de nem mindenki volt ezzel elégedett, úgyhogy némi vita után eljutottunk oda, hogy egy levelet kellett írnom a nekászomi főpolgármester úrnak, hogy némiképp választ adjak azokra a részben támadásokra, részben bizalmatlan kételkedésekre, amelyek megfogalmazottak mind a két oldalról. A válasz egy nagyon kedves levél volt dr. Erhard Klotz polgármester úrtól, amelyben meghívott egy 8-10 fős delegációt, látogassunk el Nekárszónba, és az ő vendégei, a város vendégei lehetünk. Ennek a meghívásnak örömmel eleget tettünk, és annak idején én magam is tagja voltam ennek a delegációnak, Németh László plébános úr, Farkas Gyula és felesége Eszter, aki akkor még élt, Huber Lenci, Fesztler Marika, Herceg Mari. Tehát körülbelül ebben az összeállításban voltunk, és egy nagyon kedves időszak volt az a 3-4 nap, amit együtt töltöttünk. Ezután világossá vált, hogy a budakeszi közösséggel a kapcsolatot ápolnunk kell, illetve Nekárszón városa is, mintha felfedezte volna a potenciált ebben a kapcsolatban, és nagy lépéseket tett a Budakeszi Gemeinschaft felé. Ez az egyesület tömöríti a Baden-Württemberg területén, és tulajdonképpen az egész Németország területén élő Budakesziről elűzött, kitelepített németeket. És a város először védnökséget vállalt fölöttük. Erre az ünnepségre minket 1991-ben, 92-ben már meg is hívtak. Gyönyörű ünnepség volt. Akkor voltunk először a Baláiben, amely a város büszkesége, egy valóban polifunkcionális kultúrközpont. És ezen ünnepségen pontosan emlékszem még, hogy beszédet kellett tartanom, és ez abban az időben volt, amikor Gorbacsov az Európai Házról beszélt, és úgy adta magát ez a poén ebben az összefüggésben. És a kapcsolatok fejlődtek, és akkor éreztem, hogy többet kellene tenni azért, hogy ez a város, amely ilyen jó szívvel fordul az őseink felé, a testvéreink felé, valamilyen szinten budakeszi testvérvárosa lehessen. Ezek a törekvések, ezek az álmok 1993-ra realizálódtak, és akkor létrejött a testvérvárosi kapcsolat, amelyet mindkét város nagy örömmel és szép ünnepélyes keretek között írt alá. Ezek a kapcsolatok azóta szépen fejlődnek. Különböző irányban próbáltuk meg a polgárok közötti kapcsolatokat dinamizálni, és elvinni abba az irányba, hogy ne csak a felülről, a város vezetés oldaláról érkezzenek impulzusok, hanem a polgárok, barátságok és egyéni érdeklődés mentén szervezzék a programokat. Én magam nagyon fontosnak találtam az iskolai programokat, azért is, hogy a gyerekeink kikerüljenek a nagyvilágba, és megtapasztalják, hogy mit tudnak, és mi az, amit meg kell tanulniuk. Ez a Johannes Heusler Schule-val, a általános iskolának megfelelő korosztállyal kezdődött, amely néhány évig szépen működött, ez közben aztán kifáradt mindkét oldal érdektelensége miatt. Ellenben az Albert Schweitzer gimnáziummal, amely egy 1000-1100 tanuló tömörítő körzeti intézmény, és nagyon jó neve van itt a környéken, nyitott volt a kapcsolatok felvételére, és velük a kapcsolatok mind máig virágzóak.
a diákjaink, a Prohaszka Gimnázium diákjai évente jönnek diákcserére, és tanárcserét is beindítottunk, ahol a tanárok a testvér iskolájában tanítanak, és próbálják ki magukat, vitatják meg azokat a problémákat, amelyek tulajdonképpen nem is olyan nagyon különbözőek, amelyek szakmai szempontból adódnak. De ebből kinőtt nagyon szép egyházak közötti együttműködés, mind a katolikus, mind az evangélikus egyház vonatkozásában. Sportkapcsolatok, a zeneiskola ellátogatott ide, nagyon komoly zeneiskolája van Nekárszómnak, és a Cövekern a zeneiskolával volt egy kör, kórusok, zenekarok cseréje, szerzett örömet mind a két helyen. És most legutóbb a 20 éves évfordulóra egy egészen új műfaj lépett be, és ez a művészek cseréje, közös kiállítás volt. Azt hiszem, hogy ebben nagyon sok lehetőség van még, és biztos, hogy elég leleményesek mindkét oldalon a polgárok, akiknek ez örömet okoz, és ebben van potenciál, van fejlődés, a fejlődés reménye mindenképpen, hogy ez hosszú távú kapcsolat lesz. Also wir freuen uns zunächst einmal, dass alle Partnerstädte an diesem Wochenende hier vertreten sind in Neckarsulm. Und ich persönlich wünsche mir, dass wir künftig uns auch so treffen können, wie wir das jetzt an diesem Wochenende tun. Und kann mir sehr gut vorstellen, dass wir im sportlichen Bereich etwas zusammenarbeiten können, aber uns auch über das Politische etwas austauschen können. Und ich denke, das Wichtige ist ja, dass wir uns von der Bevölkerung her austauschen können. Und ja, da gehört es dazu, dass man sich trifft. Und das haben wir jetzt an diesem Wochenende sehr schön erleben dürfen. Die Stimmung ist gut. Und natürlich ist es immer schön, wenn man sich bei Festveranstaltungen trifft. Das war in Budakeszi vor kurzem so, als wir den Partnerschaftsvertrag erneut unterzeichnet haben, anlässlich des 20-jährigen Jubiläums. Und es ist jetzt auch hier in Obereisesheim auf dem Eberwin-Fest so. Ich wünsche mir, dass wir ein starkes Europa haben, viele gute Verbindungen. Und dann ist gewährleistet, dass wir den unglaublichen Friedensprozess fortsetzen können, den wir in den letzten Jahrzehnten miteinander erleben durften. Sie sind Amtsleiter der Stadt Neckarsulm. Seit wann machen Sie diese große Arbeit? Also ich bin jetzt seit 4 Jahren Haupt- und Personalamtsleiter der Stadt Neckarsulm. Und die Arbeit macht wirklich sehr viel Spaß. Ich bin verantwortlich für die Organisation, bin verantwortlich zum Beispiel für die ganzen Kindertageseinrichtungen. Wir haben hier in Neckarsulm 15 Kindertageseinrichtungen mit ca. 700 bis 800 Kinder in unseren Einrichtungen, wo viele Veränderungen auch da sind, wie wahrscheinlich auch in Budakeszi viele Veränderungen ja im Bereich der Kindergärten und im Bereich der Schulen da sind. Sie haben vor kurzem über einige Projekte erzählt. Was für Projekte hat die Stadt Neckarsulm? Das ist natürlich jetzt eine sehr schwierige Frage. Also wir haben wirklich Vielzahl von Handlungsfeldern. Wir hatten jetzt ein Jahr eine Organisationsuntersuchung bei uns in der Stadtverwaltung. Ein großes Organisationsunternehmen hat hier eine Untersuchung durchgeführt, in dem viele Vorschläge gemacht wurden und in dem wir momentan jetzt intern in der Stadt diskutieren, welche Veränderungen wir vornehmen und welche Projekte wir jetzt als erstes von der Priorisierung her durchführen, wie zum Beispiel das Thema Personalentwicklung ist ein ganz zentrales Thema und die Organisation in der Stadt entsprechend zu optimieren, auch um für unsere Bürger ja noch bessere Dienstleistungen dann auch anzubieten. Es ist vielleicht eine gute Möglichkeit, diese Partnerschaftsbeziehungen auf andere Gebiete auszubreiten. Zum Beispiel die Erfahrungen, die Sie hier mit diesen Projekten haben, mit Hinsicht auf Verwaltung und diese Sachen, da können wir voneinander vielleicht viel lernen. Daraus entsteht meine nächste Frage. Was halten Sie über diese Partnerschaftsbedingungen, über diesen Austausch, überhaupt über dieses System, was in Europa sich schon bewährt hatte? Also ich finde das Thema Partnerschaften sehr, sehr wichtig. Zum einen muss ich sagen, und das zeigt jetzt auch dieser Besuch der 5 Partnerstädte bei uns in Neckarsulm, dass wir sehr viele positive Begegnungen, sehr viele positive Gespräche mit den Menschen hier haben.
Und zum anderen natürlich ist sehr spannend, ist, dass wir in Gesprächen auch dann erfahren, welche Probleme oder welche Themen werden dann in den Partnerstädten vor Ort momentan weiter betrieben und was können wir voneinander lernen. Also das ist sicher ein Thema, das wir noch intensivieren müssen und wo wir dann schauen müssen, was kann jeder vom anderen dann auch lernen. Jubiläum. 55 Jahre Neckarsulm und Karmow. 50 Jahre Neckarsulm-Bordighera. 25 Jahre Neckarsulm und Trentchen. 23 Jahre, kein richtiges Jubiläum, aber fast eines, 23 Jahre Neckarsulm und Zschopau. Und dann 20 Jahre Neckarsulm-Udakesi. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu diesem Festakt heute begrüße ich Sie sehr, sehr herzlich. Und ich will einen ganz besonderen Gruß an die Delegationen unserer Partnerstädte richten. Die Delegation aus Carmaux wird angeführt von der ersten Beigeordneten, Frau Anne Bessier. Mehr.
ein halbes Jahrhundert verbindet uns nun schon freundschaftlich. Und das 55-jährige Jubiläum haben wir dieses Jahr im April schon in Carmo gefeiert. Und ich freue mich, liebe Anne, dass du mit deiner Delegation zu uns nach Neckarsulm gekommen bist. Cher ami, bienvenue à Neckarsulm. Ja, und wir freuen uns ganz besonders, dass wir die Delegation aus Cordillera begrüßen dürfen. Der neu gewählte Bürgermeister Giacomo Palanca führt die Delegation an. Und Herr Palanca ist erst ganz, ganz kurz im Amt. Als ich ihn zu seinem Mal gratuliert habe, hat er sofort reagiert und hat geschrieben, hat gesagt, die Partnerschaft liegt ihm sehr am Herzen. Er wird kommen mit seiner ganzen Familie, hat seine Kinder mitgebracht, seine Frau mitgebracht. Und ich freue mich, dass wir in Cordillera wieder einen offiziellen Ansprechpartner haben. Und ich bin mir sicher, dass aus diesem ersten Besuch noch zahlreiche weitere werden kommen werden. Un caloroso benvenuto a Neckarsulm, sono lieto che possiate festeggiare con noi questo anniversario molto speciale. Ja, und jetzt habe ich es leichter. Ich begrüße sehr herzlich die Delegation aus der Schweiz. Freue mich, dass wir eine gut funktionierende Partnerschaft haben mit München. Wobei, meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Partnerschaft strengt auch an. Denn Grenchen hat hohe Berge und wenn bei uns Laufveranstaltungen sind, dann sind die flach und Grenchen geht steil hoch. Wir haben das ja vor kurzem genießen dürfen. Ich begrüße ganz, ganz herzlich den Vizestadtpräsidenten Herrn Hubert Bläsi, der die Delegation aus Grenchen anführt. Gut, ich glaube, man kann sagen, Bläsi, das stimmt. Ja, dann freue ich mich sehr, dass die Delegation aus Zschopau unter der Führung von Herrn Oberbürgermeister Klaus Baumann gekommen ist. Die Partnerschaft besteht ja, wie gesagt, schon seit 23 Jahren. In zwei Jahren werden wir sozusagen die Silberhochzeit miteinander feiern. Herzlich willkommen in Neckarsulm. Ich begrüße ebenfalls sehr herzlich die Delegation aus Budakeszi. Sie wird angeführt von der Bürgermeisterin Frau Dr. Otilia Györi-Czutova. Und wir haben Anfang Juni dieses Jubiläum schon in Ungarn gefeiert. Bei uns wäre das ja eigentlich das 25-jährige Jubiläum. In Ungarn feiern wir nach das 20-jährige und wir haben erneut unseren Partnerschaftsvertrag unterzeichnet. Wir haben eine sehr gute Partnerschaft. Es macht viel, viel Freude. Servetete, Kösöntjük, Benöket, Nekasunman. Ganz, ganz herzlich willkommen und es ist mir wirklich eine große Ehre und Freude zugleich. Wir begrüßen unseren Bundestagsabgeordneten und den Staatsminister im Auswärtigen Amt, Herrn Michael Georg Link. Ja, und Sie, lieber Herr Link, Sie sind ja zuständig im Auftrag der Bundesregierung, alles dafür zu tun, dass die Europapolitik funktioniert. Und es sind ja derzeit ganz gewaltige Herausforderungen, die Sie als zuständiger Minister hier zu bewältigen haben. Aber Sie sind natürlich auch zuständig für die deutsch-französische Zusammenarbeit. Und ich bedanke mich bei Ihnen sehr, sehr herzlich dafür, dass Sie trotz übervollem Terminkalender heute gekommen sind und hier bei uns in der Ballei die Festrede halten werden. Vielen, vielen herzlichen Dank. Dann freue ich mich sehr, aus dem Landtag von Baden-Württemberg unseren hiesigen Landtagsabgeordneten Herrn Dr. Bernhard Lasseta begrüßen zu dürfen. Dasselbe gilt, was ich eben gesagt habe, auch für dich. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass du dir die Zeit nimmst, heute bei diesem Festakt mit dabei zu sein. Herzlich willkommen. Gerne wird auch der Bundestagsabgeordnete Josip Juratovic und unser Innenminister, Herr Reinhold Galli, gekommen, aber beide sind terminlich verhindert. Ich darf Sie aber ganz, ganz herzlich in beider Namen grüßen. Dann gilt mein besonderer Gruß unseren Schirmbürgern. Ich freue mich sehr, dass Herr Dr. Erhard Götz, unser langjähriger Oberbürgermeister, gekommen ist und auch unser ehemaliger Oberbürgermeister, Herr Volker Lust, und seine Gattin, seien Sie herzlich willkommen. Beide Oberbürgermeister haben sehr viel Erfahrung gesammelt mit diesen Städtepartnerschaften, haben welche gegründet, haben sie gepflegt, haben sie aufrechterhalten. Und an dieser Stelle darf ich dafür ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Sie beide sagen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie wissen, wir haben drei Ehrenbürger. Ich begrüße sehr herzlich
unseren dritten Ehrenbürger, Herrn Kurt Bauer. Herr Kurt Bauer, das wissen wir, hat sich sehr, sehr verdient gemacht um alle Städtepartnerschaften. Eine liegt ihm ganz besonders am Herzen, das ist die Partnerschaft mit KMO. Seit dem Jahre 2007 ist Herr Bauer für seine Verdienste um diese Städtepartnerschaft Ehrenbürger in KMO. Herr Bauer, das kann ich sagen, Sie sind der einzige Doppel-Ehrenbürger, den ich kenne. Und das würde ich sagen. Dann begrüße ich sehr, sehr herzlich die Damen und Herren unseres Gemeinderates. Und hier darf ich namentlich stellvertretend für alle die Fraktionsvorsitzenden, Herrn Herbert Emmerich mit Gattin, Herrn Roland Stabler und Herrn Bernhard Kuhl begrüßen. Ich begrüße auch sehr, sehr herzlich die ehemaligen Mitglieder des Gemeinderates, denn meine sehr verehrten Damen und Herren, für Städtepartnerschaften muss man auch finanzielle Mittel einsetzen. Man braucht die politische Rückendeckung und Unterstützung. Und es geht nur dann, wenn ein Gemeinderat auch hinter diesen Partnerschaften steht. Das war in Neckarsulm immer so und ich denke, das wird auch in der Zukunft so bleiben. Und deshalb seien alle politisch Verantwortlichen ganz, ganz herzlich gegrüßt. Wie auch die Mitglieder der Ortschaftsräte. Ich begrüße sehr herzlich die beiden Ortsvorsteher, Herrn Habler und Herrn Gaste. Und ich freue mich, dass unser Baubürgermeister Klaus Grabbe mitgekommen ist, um heute dieses Jubiläum zu feiern. Nach dem tollen Wetter könnte er auch Harley fahren. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Städtepartnerschaften leben nicht nur von den Begegnungen der offiziellen Stellvertreter. Wichtig ist, dass sich die Menschen aus den unterschiedlichen Ländern begegnen können. Und in diesem Sinne spielen unsere Vereine, die Institutionen, die Organisationen, egal ob im kulturellen Bereich oder im sportlichen Bereich, eine sehr wichtige Rolle. Und ich will hier anfügen, auch die Kirchen spielen eine wichtige Rolle. Die Begegnungen der Menschen haben diese Städtepartnerschaften erst zu einem wahren Erfolg werden lassen in den vergangenen Jahrzehnten. Und deshalb begrüße ich sehr, sehr herzlich alle Vereinsvertreterinnen und Vereinsvertreter, alle, die eine Funktion im Ehrenamt innehaben. Und es wäre jetzt sicherlich zu viel, alle namentlich zu begrüßen, aber ein paar wenige möchte ich gerne herausheben. Ich begrüße sehr, sehr herzlich unseren MGV Concordia mit seinem Vorsitzenden, Herrn Norbert Fitsch, und begrüße aus Bordighera den besten Chor von ganz Bordighera, nämlich den Chorale Monte Cacio. Geführt vom Vorsitzenden Gianni Piccolo. Herzlich willkommen und vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung dieser Städtepartnerschaft. Ja, und diese beiden Verbindungen, Chorale Monte Cacio und MGV Concordia, das ist eigentlich das Element, das diese Städtepartnerschaft auch stabil hält. Bordighera hatte ja in den vergangenen 3 Jahren kommunalpolitisch das eine oder andere zu bewältigen und ich denke, dass beide Chöre unsere Städtepartnerschaft über diese Zeit und natürlich auch schon vorher hoch und aufrecht erhalten haben und wir hoffen, dass beide Chöre in der Zukunft weiterhin enge Verbindungen haben werden und sie werden heute im Laufe des Festaktes beide Chöre noch genießen dürfen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir schon bei besonderen Beziehungen sind, dann gibt es noch eines anzusprechen, das sind unsere Feuerwehren. Die Feuerwehr Neckarsulm und die Feuerwehr KMO haben ein sehr, sehr enges Verhältnis, eine wirklich große Freundschaft. Und es gibt auch Verbindungen unserer Wehr nach Zschopau. Und ich heiße herzlich willkommen aus KMO Herrn Batü, den Feuerwehrkommandanten, der mitgekommen ist. Wir freuen uns sehr, dass Sie gekommen sind. Ja, auch aus dem unternehmerischen Bereich werden wir hervorragend unterstützt, was unsere Städtepartnerschaften angeht. Und ich denke, es ist herausragend, dass es eine Partnerschaft gibt, die aufgrund eines Unternehmers gegründet und entstanden ist, nämlich Franz Binder mit seiner Frau heute da. Er hat
Ende der 70er Jahre 1979 in Grenchen ein Zweigwerk gegründet und aus dieser Unternehmensgründung ist dann die Städtepartnerschaft entstanden, nämlich vor 25 Jahren. Am 25.06.1988 wurde der Partnerschaftsvertrag geschlossen. Lieber Herr Binder, liebe Frau Binder, auch Ihnen ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für diese Tat, nämlich das ist eine ganz besondere Partnerschaft. Und ich denke, es gibt nicht viele Partnerschaften zwischen deutschen Städten und schweizerischen Städten. Sie haben dafür Sorge getragen, dass wir so etwas genießen dürfen. Auch der Stadtpräsident, der Vize, lächelt mich an und nickt. Dann darf ich noch besonders begrüßen, namentlich begrüßen, den Herrn Franz Huber. Franz Huber ist der Vorsitzende der Budakesser Gemeinschaft und Sie wissen es, meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst einmal hat die Stadt Neckarsulm eine Patenschaft über die Budakesser Gemeinschaft inne gehabt, bevor dann daraus die Städtepartnerschaft entstanden ist. Und Herr Huber ist derjenige, der gemeinsam mit seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern das Bindeglied darstellt zwischen den beiden Städten und dafür ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Dann begrüße ich noch die Vertreterinnen und Vertreter der Presse. Wir freuen uns über die wohlwollende, ausführliche und gute Berichterstattung in allen Presseorganen in der Region und auch darüber hinaus. Seien Sie alle herzlich willkommen, genauso wie die Damen und Herren, die ich jetzt nicht genannt habe. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben sich jetzt etwas warm geklatscht. Ich darf Ihnen aber sagen, der Begrüßungsreigen ist nun zu Ende und Sie können nun entspannt das weitere Programm verfolgen. Ich will ein paar Worte sagen zu dem Thema Städtepartnerschaft und ich denke, es ist am heutigen Tag sehr, sehr wichtig, einmal zurückzuschauen in die Anfänge, um zu verstehen, warum diese Städtepartnerschaften wichtig waren und ich denke, wir können auch gemeinsam einen Ausblick wagen, um festzustellen, warum Städtepartnerschaften auch in der Zukunft weiterhin wichtig bleiben werden. Erinnern Sie sich zurück an die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Deutschland war nicht wohl gelitten in Europa und durch diese Städtepartnerschaften, die hier entstanden sind, da gab es einfach dann zentrale Erkenntnisse. Denn Versöhnung, Frieden, Völkerverständigung, Freiheit war nur deshalb möglich, weil die Menschen wieder aufeinander zugegangen sind, miteinander gesprochen haben, bereit waren, sich einzulassen auf andere Kulturen, auf andere Sitten und Gebräuche. Und es war sehr, sehr wichtig, dass die Menschen wieder zueinander gefunden haben. Und diese Städtepartnerschaften haben in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten einen ganz erheblichen Beitrag dazu geleistet, um eben diese Begegnungen hinzubekommen. Sie erinnern sich, in dieser Zeit, da war es noch nicht so wie heute, dass jeder Urlaub machen konnte, weltweit, egal wo er hin wollte. Damals waren die Menschen einfach auf ihre Raumschaft beschränkt. Und dadurch, dass es möglich war, dass Menschen gemeinsam in Gruppen ins Ausland gegangen sind im Rahmen dieser partnerschaftlichen Verbindungen, dadurch ist Europa zusammengewachsen. Ja, und meine sehr verehrten Damen, spannende Frage, wie kam es denn dann zu diesen einzelnen Partnerschaften? Einen Teil haben wir sicherlich schon gehört, aber eines ist wichtig, und zwar gab es nach Kriegsende eine internationale Bürgermeisterunion. Sie wurde gegründet mit dem Ziel, Sorge dafür zu tragen, dass es eine dauernde Verständigung auf der Ebene der Kommunen und der Förderung der europäischen Zusammenarbeit gab. Und über diese internationale Bürgermeisterunion entstand der erste Kontakt zwischen Neckarsulm und Carmaux. Und man beachte, wir schreiben das Jahr 1958, das war 5 Jahre vor Abschluss des NSE-Vertrages. Da haben diese beiden Städte schon diese partnerschaftlichen Verbindungen aufgenommen. Es war unser damaliger Bürgermeister Dr. Hans Hoffmann und Jean Marais auf der Seite von Carmaux. Danach entstand dann der Wunsch, auch eine Partnerschaft mit Italien zu schließen. Und das ist jetzt auch wieder interessant, über die Stadt Carmaux und die gerade schon zitierte Internationale Bürgermeisterunion und über den Rat der Europäischen Gemeinden entstand dann der Kontakt zu Bordighera. Sie sehen, das ist eine Kette gewesen, die da entstanden ist. Und so kamen wir dann im Jahre 1963 zur Partnerschaft mit Bordighera. Bürgermeister Dr. Hans Hoffmann und Senator Professor Raul Zaccaria haben damals diese Partnerschaftsurkunde unterzeichnet. Im Jahre 1988 kam es dann zur
partnerschaftlichen Verbindungen zwischen Neckarsulm und Grenchen. Ich habe eben schon die Firma Binder, den Herrn Franz Binder und seine Frau Margot genannt. Und diese Partnerschaft, die hat damals unser langjähriger Oberbürgermeister Dr. Erhard Klötz mit Herrn Eduard Rothen in Grenchen geschlossen. Und da sind Ziele formuliert worden. Und zwar hat man diese Partnerschaft abgeschlossen, um ein Zusammenwachsen Europas zu unterstützen und vor allem, um den Weltfrieden erhalten zu können. Und wenn Sie sich zurückerinnern, meine sehr verehrten Damen und Herren, Ende der 80er Jahre haben wir turbulente Zeiten erlebt. Gerade mal ein Jahr später fiel der eiserne Vorhang und fiel auch die Mauer, die Deutschland getrennt hat. Wir schreiben das Jahr der Wiedervereinigung Deutschlands. Und im Prinzip ist es so, dass durch diese partnerschaftlichen Verbindungen, die viele baden-württembergische Gemeinden mit ostdeutschen Gemeinden geschlossen haben, konnte das Zusammenwachsen dieser beiden deutschen Teile hingebracht werden. Man hat es unterstützen können und vor allem, denke ich, man hat sehr viele Veränderungen in Politik und Gesellschaft mit unterstützen können. Es sind sehr viele Partnerschaften entstanden und zu Beginn der 90er Jahre gab es auch viele Austausche, wo dann Rathausverwaltungen oder Landkreisverwaltungen in Ostdeutschland unterstützt haben beim Aufbau. Auch ich habe das genießen dürfen, fand die Zeit spannend, als es in Ostdeutschland noch keine Gesetze gab und man als junger Beamter sich aussuchen konnte, ob die hessische Rechtslage oder die baden-württembergische oder die bayerische besser war und man konnte kreativ arbeiten. Und ich denke, das war auch eine herausragende Leistung, die da in Ostdeutschland zustande gebracht wurde. Ja, und in diesem Jahr haben wir dann diese Städtepartnerschaft gegründet und es war auch wieder unser Oberbürgermeister Dr. Erhard Klötz, der mit dem Bürgermeister Wilfried Heidel diese Partnerschaft dann besiegelt hat. Ja, und nach dem Fall des Eisernen Vorhangs gab es dann auch die Möglichkeit, Städtepartnerschaften zwischen west- und osteuropäischen Kommunen zu schließen. Viele baden-württembergische Kommunen haben mit Städten in Ungarn eine Partnerschaft begonnen und wir, das können wir heute glaube ich auch nochmal deutlich sagen, wir sind Ungarn sehr, sehr dankbar dafür, dass damals das Zusammenwachsen von Deutschland ermöglicht wurde durch dieses mutige Eintreten in Ungarn. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben über die Budakeser Gemeinschaft ja schon gesprochen, das war der Ausgangspunkt für diese Partnerschaft. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie sehen, Völkerversöhnung, Völkerverständigung, die deutsch-deutsche Wiedervereinigung, die Überwindung der Teilung Europas und auch der Aufbau der Europäischen Union, all diese Errungenschaften, die wir heute scheinbar selbstverständlich als gegeben wahrnehmen, das alles sind Errungenschaften, die wir gar nicht hoch genug schätzen können. Und wir müssen ganz klar feststellen und dürfen auch ganz klar feststellen, dass gerade die Städtepartnerschaften es waren, die genau diese Prozesse erst möglich gemacht haben und die diese Prozesse auch befeuert haben. Und deshalb kann ich ganz klar sagen, ist für Europa es nach wie vor außerordentlich wichtig, dass wir diese Städtepartnerschaften auch in der Zukunft pflegen. Und es ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir in diesen derzeit schwierigen und turbulenten Zeiten zusammenhalten, die Freundschaften nachhaltig pflegen. Die Ziele, die sich die Gründerväter und die Gründermütter damals gesteckt haben, ich denke, die haben wir alle erreicht. Europa ist zusammengewachsen und mit fast 70 Jahren Frieden haben wir wirklich einen ganz, ganz gigantischen Friedensprozess in den letzten Jahrzehnten erlebt. Und es ist nicht selbstverständlich, dass so etwas auch in der Zukunft weitergeht. Es geht nur, wenn wir in Kontakt bleiben, wenn wir unter anderem auch unsere Städtepartnerschaften weiterhin fortführen und dafür Sorge tragen, dass diese am Leben bleiben. Und ganz wichtig ist der Austausch der Bevölkerungen und nicht nur die gegenseitigen Besuche der Führungsspitzen. Also ich hoffe und wünsche, dass wir auch in der Zukunft viele schöne und gute Begegnungen erleben werden. Ich darf ganz, ganz herzlich danken am heutigen Festtag allen, die damals diese Partnerschaften gegründet haben, die sie über die Jahre hinweg aufrechterhalten haben und unterstützt haben. Damals bei der Gründung dieser Partnerschaften wurde Weitsicht, Entschlossenheit und Engagement gezeigt. Und das hat sich Gott sei Dank all die Jahre weiter so mit Leben erfüllen lassen.
Ich sage nochmals ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an alle Vereine, Organisationen und Institutionen dafür, dass sie den regelmäßigen Austausch pflegen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich denke, dass die Städtepartnerschaften das Fundament bleiben für die europäische Einigung. Ja, und ich bin mir sicher, dass wir nach diesem Jubiläumswochenende viele weitere Impulse erleben werden für das weitere Vorgehen mit unseren Partnerstädten. Ich freue mich, dass wir dieses Wochenende gemeinsam feiern können. Ich sage noch einmal ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier in den Erfüllen und freuen Sie sich jetzt auf das weitere Programm. Ezek az évek mind-mind barátságnak a kezdetét jelölik, a partnertelepülések lehetőségeikhez mérten mindent megtettek ennek a barátságnak a fennmaradásáért, az ápolásáért és megerősítéséért. Ez adta a lehetőséget arra, hogy sok-sok év után a mai napon itt lehetünk, és megünnepeljük a sok város közötti barátságot. Neckarsulm és Budakeszi kapcsolatának kezdetét egy svéd újságíró gondolatával lehetne inkább kifejezni. A nehéz pillanatokban születnek meg az életre szóló barátságok. A két város közti kötelék történelmi alapokon nyugszik. Neckarsulm és környéke sok a II. Világháború idején Budakesziről kitelepített polgár számára vált új hazává. A családi kapcsolatok fennmaradása mellett intézményi, egyesületi formában a Budakeszi Gemeinschaft, azaz a Baden-Württembergben élő budakesziek szövetsége és egyesülete és az Univárosunkban működő hagyományozó kör indította el ezt a folyamatot, melynek eredményeképpen Neckarsulm és Budakeszi városának vezetősége 1993. június 12-én hivatalosan is barátságot kötött egymással. A két város közötti kötelék sokrétű és dinamikus fejlődést tudhat magáénak az elmúlt 20 évben. Polgármesteri megválasztásomkor kitűztem magam elé,
hogy a testvérvárosi kapcsolatokat tovább fogjuk erősíteni, és nem csak kulturális, társadalmi és baráti kapcsolatok megőrzése, ápolása és további erősítése érdekében tettünk meg mindent, hanem új utakat is szeretnénk nyitni a testvérvárosi kapcsolatok során. Tisztelt Solc polgármester úr! Úgy gondolom, hogy városaink közti barátságnak történelmi hagyományai mellett jelenben és a jövőben is megvannak a szilárd alapjai. Bízom benne, és lehetőségem szerint mindent meg fogok tenni, hogy ez a közös fejlődésünket szolgálja mindannyiunknak. Végül pedig egy számomra nagyon kedves idézettel szeretném befejezni ezt a kis rövid beszédet, aki barátot talál, aki cset talál. Én egy mamut fenyő csemetét hoztunk a főpolgármester úrnak. Budakeszin van két hatalmas mamut fenyő, reméljük, hogy majd lesz alkalmunk egyszer személyesen is megpillantani ezt a két csodálatos hatalmas fát, ami azt a reményt fejezi ki, hogy ez a testvérvárosi kapcsolat is olyan erős és csodálatos lesz, és olyan hatalmas, mint a mi két csodálatos mamut fenyőnk. Herzliches Dankeschön an alle, die heute zu uns gesprochen haben.
Sie haben uns eine große Ehre erwiesen durch Ihr Reden, aber auch durch Ihren Besuch in Neckarsulm. Dafür vielen herzlichen Dank. Ein ganz besonderes herzliches Dankeschön geht an Sie, sehr geehrter Herr Staatsminister Link. Ihre Rede hat uns sehr beeindruckt und Ihre Rede macht auch Mut, diese Idee und diese Gedanken der Städtepartnerschaft weiter in die Zukunft zu treiben. Und Sie haben es richtig gesagt, die Demokratie in Europa kann nur gemeinsam entwickelt werden. Das müssen wir gemeinsam tun und wir haben, glaube ich, die besten Voraussetzungen. Ihnen nochmals ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Ein wirklich ganz, ganz herzliches Dankeschön auch an den Chorale Monte Caccio. Die Stimmung schwappt immer über und Sie haben es gemerkt, meine Damen und Herren, Sie hätten eigentlich gerne eine Zugabe gespielt, aber wenn Sie das gemacht hätten, dann würden wir noch eine Stunde lang gemeinsam singen. Das wäre sicherlich schön, würde aber unseren Rahmen sprengen. Deswegen ein herzliches Dankeschön an den Chorale.